Freunde, wir brauchen noch ein bisschen mehr Geschenke für die Ladies dieser Welt. Willkommen zurück zu Tingles Balloon Tube of Love. So, und er ist ja der love-gebende Typ im Titel. Also, ich kaufe mir jetzt ein paar neue Sachen, die ein bisschen was mit cool zu tun haben. Guck mal hier, das ist doch schick, oder? Kaufen. Oder baden. Cool und auch irgendwie, ich brauche auch noch Tool. Oh, Alter, der hat gar nichts Tool-basierendes. Alter, so ein Olla-Arsch. Alter, ein Space-Papier. Mitnehmen. Der Nice Cubie. Mann, ey, muss man ja alles kaufen. Alter, ein Metallspiegel. Leutmeier. Gib ihn mir doch einfach. Und das Schwert und Ball. Her damit. Wie gesagt, Geld spielt ja echt in dem Kapitel noch keine so eine große Rolle. Alter, was ist das denn, ey? Skelly Bank, okay. Sieht weird aus. Wo hat er die ganzen Sachen her? Ein Rittersticker, Ja, damit. Das habe ich ja echt von allem, fast alles. So, Essen, Dekoration. Oh Gott. Ja, her damit. Ich bin immer noch gut dabei. Mit einer Chandelamp. Okay, eine Kerzenkronleuchter. Was? Slumpy Hänger? Okay, gut. Leute mit herunterhängenden Schultern können so Falten vermeiden. Ist das ein Quatsch, ey? Aber auch irgendwie so schön und charmant, dass diese ganzen Gegenstände hier noch alle so ein bisschen kleine Wortwitz oder Gags eingebaut haben. So, ich nehme mal hier die Snackuhr. Her damit. So, gibt's noch was bei Hobby? Finde die Lady. Geil. Klassische Malstifte. Perfekt. Und nochmal so was hier mitnehmen. Na, let's go. Okay. Nochmal ein Gewinnerticket. Sieht doch gut aus. Ist bestimmt nicht umsonst so teuer. Bitte komm bald wieder. So, komm, ich krieg jetzt so die nötigen Frauen um den Finger gewickelt. Ja, wenn nicht, muss ich halt nach Geld farmen. So, die mögen mich jetzt ja auch alle, oder? Ah, wir brauchen ganz viel helfende Hände. Ach, man, Feldarbeit ist ganz schön anstrengend. Arbeiten in den Feldern ist Arbeiten... ist eine Arbeit, die es wert ist, getan zu werden. Oh, sehr schön. Helf mir doch mal mit der Feldarbeit. Ja, wenn ich Geld brauche. Da, ja, typisch Männer, ey. Ja, Entschuldigung. So, komm hier. Die Frau ist wichtig, Mann. Love Push. So, wie gesagt, es blieb alles gespeichert. Wir haben es ja bei Cool und Tool eigentlich gut was abgesahnt. Deswegen werde ich jetzt mal weiter bei Cool machen. Hier kommt, das ist doch richtig cool hier. Pretty. Ja, Pretty könnte irgendwie sein, etwas, was ich nicht mag. Ja, aber vielleicht hobbymäßig. Ja, wartet mal. Ja, komm, die sieht doch so aus, als ob sie ein Schwert haben. So, Dekoration und cool. Ich glaube, Pretty ist echt etwas, der Negative ist. Dann mach ich mal das hier. Dekoration, cool und gorgeous. Hier, Mann. Der Metallspiegel. Yeah, voll geil! Ja, okay, das wollte sie wirklich haben. Ich wusste gar nicht, dass so schöne Sachen in der Welt existieren. Ach, Mann, ich bin so glücklich. Danke. Yeah! Um den Finger gewickelt. Fruchtverkäuferin. Sehr schön. Ah, danke schön für die ganzen Geschenke. Ich habe gehört, ihr wollt etwas über den Benzinapfel wissen. Nun ja, ich kann euch das ja erzählen, aber davor, naja, müsst ihr doch bitte dieser Lady hier mit ihrem Problem helfen. Toll. Sie ist meine beste Kundin, müsst ihr wissen. Toll. Also, wir kommen zu dem Benzinapfel danach. Ja, richtig fies, oder? Man muss jetzt echt auch noch der anderen Frau hier helfen. Ich weiß bloß gar nicht, kann ich schon andere Sachen mit ihr machen? Wartet mal. Diese Lady, das ist mein bester Kunde. Helf ihr bitte, okay? Ja, okay. Warte mal, kann ich aber schon? Weil guck mal hier. Ich verkaufe dir eine Banane später. Okay, los, beeil dich und helf mal erstmal der Lady. Ladies first, okay. Ja, ja, ja. Ich helfe ja schon. Aber erstmal muss sie mich überhaupt mögen. So, die sieht ja eigentlich auch aus wie eine ältere Dame oder so. Ich versuch's auch mal mit Gorgeous, ja. Hier, guck mal, so ein schöner, dekorativer, altertümlicher Kerzenleuchter. Das ist doch bestimmt geil. Oder nicht? Oh, sie hasst es, Alter. Okay, toll. Naja. Naja, das ist nicht wirklich schlecht, aber... Okay, ja, wisst ihr, eins hat jetzt dafür gesorgt, dass es eher negativ ist und das andere, dass es positiv ist. Ja, was war denn nun? Ja, noch hier unten kann man auch noch mal drehen, kann man so ein bisschen noch hier rum sortieren, aber ich gebe einfach mal den Skull.
Ja, ich glaube, das könnte sie. Oder vielleicht mag sie gerade das. Ich guck mal. Guck mal hier. Jetzt gibt es bestimmt richtig Angst und erschreckt sich. Okay, sie mag es. Okay. Wow, was für einen wunderschönen Geschmack du hast. Oder was für einen ausgebildeten Geschmack. Okay, also pretty und cool. Vielleicht gebe ich echt einmal was Cooles. Das Ding hier. Ein Moosball. Es ist cool, hobbymäßig. Ja, und Hobby und cool sind zwei Sachen, die ihr vielleicht gefallen haben. Na, mal gucken. Ja, so tastet man sich langsam ran. Yeah, voll geil! Okay, sehr schön. Oh, was für ein wunderschönes Geschenk. Ach, ich fühle mich richtig wieder wie neu geboren. Okay, das war ein Volltreffer. Hobby, cool und Major. Habe ich noch irgendwie sowas? Habe ich vielleicht sogar nochmal mit Major zusammen... Nee. Okay, aber dann würde ich halt echt hier bei den beiden Sachen bleiben. Und ihr vielleicht, Flip Tarot, was ist das denn? Jede Illustration in diesem... Achso, Tarotkarten. Tarotkarten? Könnte klappen. So. Das machen wir nur, um erstmal überhaupt ihr Problem zu erfahren, ey, wisst ihr? Okay, sehr schön. Ach, was für ein tolles Geschenk. Ja, ja. Ist ja gut, Mann. Ah, Tingle, alter Mann. Der Typ, ey, wie ist das immer jetzt komisch? Jetzt freut sie sich. Oh, mein Bekanntheitsgrad ist gestiegen. Ach, vielen, vielen Dank für all diese Geschenke. Aber naja, es gibt noch eine Sache, die ich gerne möchte. Was denn? Wir sollen dir ja helfen. Red mal mit uns. Ach, kann ich dir vielleicht um Hilfe? Kann ich dir vielleicht um Hilfe bitten? Ja klar, was ist denn los? Ach, mein Ehemann liegt krank im Bett. Oh, ich brauche etwas von einem. Ich brauche etwas von einem Teich in diesem Dorf. Ich suche nach einem Energieaal. What? Wenn irgendjemand einen fangen würde für mich, das würde mir eine Menge bedeuten. Oh, ein Energieaal. Fang einen Energieaal, aber schnell. Wir wissen, du kannst es schaffen. Kapitel 3. Der Fisch im kalten Wasser. So, aber da musste ich jetzt aber eigentlich in der Lage sein. Genau. Bananen sind zum Verkauf. Das brauche ich jetzt nämlich. Bananen sind zum Verkauf. 30 Rubine für eine. Ja, okay, ungefähr. So, hier hast du. Sie sind sehr köstlich. Ach, Mann, ey. Ting hat eine Banane bekommen. So, und jetzt wird es halt richtig schön rätsellastig. Ja. Weil. Also, wir sollen einen Fisch. Oh, geil, ein 100er. Den muss ich wieder mitnehmen. Wir sollen einen Fisch angeln, nicht wahr? Und wir haben einen Angler gesehen. Und dem Angler scheinen Zähne zu fehlen. Halt, der Große ist wichtiger. Der Große, so, okay. Dem Angler scheinen seine Zähne zu fehlen. Und wir haben schon Zähne gesehen. Bei dem Affen. Der hat goldene Zähne im Mund, die auch nicht aussahen wie seine echten Zähne. Da haben wir jedenfalls erzählt. Ja, und dann, das ist aber nicht alles, leider. Wir müssen jetzt, ich würde am liebsten gerne mal probieren. Warte mal, ich lasse mal ganz kurz nochmal Buriki den Affen scannen. Ob die auch noch mal ein bisschen genauer was dazu sagt. Analyse bitte. Ein kleiner Affe. Also, er hält ein großes Objekt in seinem Mund. Und es funkelt. Okay, seht ihr, es sind nicht seine Zähne. Fangen geht leider nicht. Kann ich irgendwie, wisst ihr nicht, hier. Kick den mal oder so. Fail. Okay. Ja, das wird so nämlich nichts. Wir kommen nicht an die Zähne. Ich probiere mal. Ich weiß schon, dass es nicht klappt. Aber ich will einfach mal probieren. Ja, das sind ja so die Sachen, die man eventuell als erstes macht. Ich lege ihm mal eine Banane hin. Dann kommt er nämlich runter. Dann fange ich ihn. So, die Banane benutzt. Oh, ah, das geht gar nicht. Okay, gut. Warte, dann muss ich mal bei ihm. Ah, okay, man muss ihn anklicken. Er ist wie in Trance, während er die Banane isst. So, okay, jetzt versuche ich ihn zu fangen. Fang ihn! Tja, das war Fail. Er ist in den Baum zurückgeflohen. Genau, so klappt das halt leider nicht. Ja? So, die Banane ist natürlich jetzt auch weg. Kein Problem. So, was tun, ne? Und jetzt kommen wir halt wieder zu dem Punkt zurück. Ich glaube, bevor ich es vergesse, hole ich mir wahrscheinlich nochmal eine Banane, ja? Ich wollte bloß mal zeigen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt zurück, dass hier noch ein anderer Hilfe braucht, der sich von alleine gemeldet hat, als wir am Vorbeigehen langgelaufen sind. Von wegen, Edelweiß und so, ne? Wir gucken mal. So, bitte! Banane! Okay. Das wird auch nochmal lustig. Edelweiß, wer soll denn das sein? Na, wartet mal ab. Sind ja schon hier. So, der Laden hier hat gemeint, er soll eigentlich Edelweiß was machen, aber er muss im Laden bleiben.
Reden wir mal mit ihm. Hallo. Ja, kann ich euch helfen? So, was ist denn, wer ist denn Edelweiß? Edelweiß ist ein sehr guter Junge. Hä? Er verlässt niemals das Dorf. Er bleibt immer zu Hause. Ah, ist ein bisschen ungesund, oder? Deswegen. Ey, Mister, könntest du mir helfen? Ja. Hey, Edelweiß, komm mal her. Edelweiß ist ein Hund. Okay. Was? Oh, willst du mit ihm bitte Gassi gehen? Okay, kann ich machen. Na, großartig, hier ist die Leine. Okay, du kannst jetzt mit ihm rumlaufen, Mister. Ganz alleine. Die anderen können hier bleiben und ein bisschen Tee trinken. Schon klar, bitte kommt rein. Ja, danke, ich brauche eine Pause. Viel Glück, Tingel. Ja, aber, sag mal. Toll. Okay, wir sehen uns dann, Mister. Oh, ach ja, und wegen Edelweiß, ne? Sie wird ihr Geschäft erledigen, wenn sie einen netten, naja, Stamm findet. Also lass sie einfach bloß sich ein bisschen selber erleichtern, nicht wahr? Dann und wann. Ja, zum Beispiel hier an dem Baum, ne. Jetzt haben wir einen Hund. Jetzt gehen wir hier Gassi mit dem Hund. Okay, das ist halt wichtig. So, ich will mal, dass sie sich ein bisschen erleichtert, ne? So. Okay. So, nämlich der Hund ist nämlich der Schlüssel mit dem Affen. Weil wenn der Affe runterkommt, ja, ich glaube, der Hund kann sich ein bisschen besser kloppen als wir. So, kann sich nochmal erleichtern. So, ein bisschen Gassi gehen. Oh, okay, nee, doch nicht. Da will er nicht. Da schnuppert's wohl ein bisschen zu streng. Ob da ein anderer Hund dran war? Ob es überhaupt andere Hunde gibt? So, der Schniedel mal da liegen. Oder kack da hin. Okay, nee. Ja, ich glaube, er wollte sich bloß einmal erleichtern, oder? Und ansonsten nicht. Hunde erleichtern sich ja öfter, wegen Reviermarkieren und so. So, das Ganze, was wir machen sollen, ist halt echt mit dem Hund hier hingehen. Ich glaube, er reagiert sogar jetzt schon. Oh ja. Alter, der Affe ärgert ihn. So, und wenn wir jetzt die Banane hinlegen, dann wird der Hund uns helfen. So, Banane wieder hingelegt. Affe hat wieder richtig Bock. Frisst sie wie in Trance mal wieder. Und Edelweiß geht ans Werk. Hoffe ich. Wartet mal, muss ich das mit Edelweiß machen? Wartet mal. Sick. Ich glaube, das heißt, hinschicken oder so. Oder den Hund halt da hinschicken. Okay, wir haben auf jeden Fall die Option jetzt auf jeden Fall neu. Los, Edelweiß, fass! Wow! Perfekt. Sehr schön, Leute. Wir haben es geschafft. Eine wunderschön leuchtende Zahnprothese liegt auf dem Boden. Könnte nützlich sein. Mitnehmen. So. Diddlidabam. Oh Mann, ey. Das habt ihr ja auch schon bemerkt, wie Tiggles Nasenlöcher immer so flackern, wenn er irgendwas findet. So richtig aufgeregt. Goldene Zähne. Alles klar. Zahnprothese. So. Und das ist jetzt für den Angler gedacht. Und der soll uns dann helfen wegen... Ja, wegen einem Elektroaalfang. Und dann schließt sich der Kreis wieder. So, wir sind fertig. Sie hat sich fünfmal erleichtert. So, okay. Willkommen zurück. Seid ihr schon fertig? Yo. So. Ach, Edelweiß. Na, hast du genug? Boah, Alter. Ah, was ist denn los? Sie ist nicht gerade sehr happy. Naja. Sorry, falls du keinen Spaß hattest, Edelweiß. Aber naja, hier hast du 54 Rubine. Danke. Da kommen die anderen wieder. So, ihr hattet schon eine Party oder was? Danke für den Tee. Aber war richtig entspannt, Alter. Klasse. So, Buriki darf jetzt erstmal gegen den Baum treten, wo der Hund gegen geschniedelt hat. So, dann entschuldigt, wie gesagt, dass ich immer wieder zwischendurch hier ein bisschen Geld mir dann doch hole. Weil das ist wichtig. Toll. Nicht bekommen, egal. So, Sir. Wir haben Ihre Zähne. Wenn Sie sie wollen. So, hat er schon erzählt, er kann nicht richtig reden. Hier, bitte, Sir. Wie er aussieht, voll alt. Goldzähne benutzt. Aber Zähne, meine Zahnprothese. Geil. Oh mein Gott, tada! Ah, sie passen immer noch. Oh Mann, ey, jetzt geht ich wieder voller Energie hier. Ach Mann, ey, wie ich,
als ich dich vorhin gesehen habe, ich bin um 30 Jahre gealtert, als der Affe mir die Zähne weggenommen hat. Naja, du hast mir wirklich einen großen Gefallen getan, grüner Mann. Hier, nimm das. Ich habe eine übrig. Mit diesem kannst du nun fischen gehen. Ja! Tingle hat seine eigene Angel bekommen. Cool, oder? Richtig schön. Ich würde gern was fragen. Wie sollen wir denn... wir möchten einen Energieaal fangen. Ach, kein Problem. Du kannst mich alles fragen. Genau. Kapitel 4. Der Energieaal. Oh mein Gott. Ist eigentlich ganz simpel. Ich frage ihn erstmal allgemein über das Angeln aus, damit wir es alle mal gehört haben. Danke dir, grüner Mann. Kann ich dir helfen? Ich guck mal, das Fischen geht eigentlich ganz einfach. Man muss einfach nur die Angel bloß auswählen an einen geeigneten Platz dafür. Zum Beispiel der Fishing-Spot, ja, das habt ihr ja gesehen, das sind so kleine Tümpel hier. Köder müssen Würmer sein. Und die habe ich ja auch schon geholt. Stempelsammlung, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen sollte. Ich guck mal kurz. Hey, grüner Mann! Also, willst du versuchen, meine Stempel zu sammeln? Das ist eine Sidequest, ja. Alles klar, also ich gebe dir erstmal das hier. Da bam, Stempelcard. Cool. So, die Regeln sind einfach. Fange einfach alle Arten von Fischen in diesem Dorf. Alle 8. Zeig mir einen Fisch, den du gefangen hast, und ich werde dir die Stempelkarte abstempeln. Okay. So, jetzt bitte noch was mit dem Energieaal. Was denn bitte? Also, wenn du deine Angel benutzt, wenn der Wind aufhört, sich zu drehen. Das ist der Trick, um einen Energieaal zu fangen. Hä? Du willst wissen, wo? Das wirst du wohl selber rausfinden müssen. Genau, man muss angeln, während der Wind sich nicht dreht. Voll übel. Na komm, erzähl mir noch ein bisschen mehr. Also, ich erzähl mal was über Köder. Ja? Es gibt 3 Arten von Köderwürmern. Ihr Effekt basiert auf der Farbe. Okay. Mit einem roten zu angeln ist das Schwierigste. Okay, blau ist so ein bisschen mittel. Und wenn du einen... Das ist am einfachsten, geht's mit einem gelben. Oh, und du kannst natürlich, Köderwürmer fangen in den Feldern, bei den fliegenden oder bei den schwimmenden Inseln, ja, wo wir halt schon waren. Benutze etwas Langes und Dünnes, um sie zu fangen. Ja, Kakashi halt muss dann dieses Spiel machen. Genau, ich habe mal hier Fishing und so, muss ich jetzt nicht nochmal erklären. Also, du kannst mir jederzeit dein Gefangeneszeug bringen und mir zeigen. Bring mir bitte bloß nichts. Bring mir nichts aus dem Laden gekauftes. Haha, okay. Naja, gut. Hier voll Cell. Was kann ich ihm verkaufen? Du hast nichts, du hast keinen Fisch dabei. So, diese Sidequest müsste auch schon komplett jetzt erledigt machbar sein. So, ich will erstmal angeln, ne? So, wo ist denn meine Angel? Wo haben wir sie denn? So, nee, ich nehme mal. Ich habe 9 blaue Würmer. So. Zack. Und man muss angeln. Sobald sich der Zielpunkt hier bewegt, muss man einfach draufdrücken. Aber es sieht aus, als wäre alles fail. Toll. Du hast nichts gefangen. Ernsthaft? So, toll. Aber der Wurm geht dadurch auch nicht weg. Das ist schön. Ja. Also, hups, verdammt. Du hast nichts gefangen. Zu früh. Und Leute, natürlich, ihr seht, ne, was ist der Trick mit dem Energieaal? Von wegen, man soll es machen, wenn der Wind sich nicht bewegt. Das sieht man an den Windrädern. Und gerade bewegt sich der Wind nicht. Sehr, sehr schön. Vielleicht fange ich ihn ja sogar gleich. Ich muss bloß aufpassen, denn nachdem man den Fisch gefangen hat, ist das Kapitel nämlich relativ schnell zu Ende. Ja. Na komm schon. Hey. Ich will versuchen, alle Fische zu fangen. Ich weiß bloß nicht, wie lange das dauert. Oh, du hast nichts gefangen. Komm schon. Ja, solange die Würmer echt nicht weggehen, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Was ist denn hier los? Da. Okay, Achtung, Achtung. 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 Na, yes, sir. Okay. Ja. Oh, cool, was ist das denn? Yeah! Einen schüchternen Zander. Okay. Dulina Bam. Natürlich nicht der, den man braucht, ne? So, nehme ich jetzt einfach mal nochmal einen blauen Wurm. Ein bisschen Fang noch, der Part ist eh bald zu Ende. Ich weiß gar nicht, ob an jeder Stelle nur ein Fisch zu fangen ist. Das weiß ich gar nicht. Okay, warte, ich kann mal ganz schnell schon mal den Energieaal fangen, denn ich weiß, wo der ist. Wie gesagt, man geht einfach jeden Ort hier ab, weil hier überall kann man hier angeln. Hier ist auch noch ein Angelort. So, und hier müsste es den geben. Ist egal mit welchem Köder. Hauptsache, es ist windstill. Das ist ganz wichtig. Und
und der Energieaal sollte auch nur an dieser Stelle hier kommen. Toll, toll, ist nichts gefangen. Was dauert denn da so lange? Hier. So, ich nehme gleich einen gelben Köder, ey, weil der soll ja am einfachsten sein. La, la, la. Okay, 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 okay. Jetzt! Und da ist er auch schon. Perfekt. Yeah, den Energieaal gefangen. Bam. So, ich hatte tatsächlich schon zwei Fische. Oh, dieser Aal. Diese lilane Frau hat auch einen von denen gewollt. Aber tu, was du immer willst. Es ist mir doch egal. So, jetzt dreht sich der Wind. Jetzt fange ich mal noch einen anderen Fisch hier. So, dann warum nicht hier schon mal den Stempel holen mit dem Fisch fangen? So, ich nehme jetzt mal einen roten. Sollte das schwerste sein. Das Windrad dreht sich, also ein Energieaal sollte hier nicht rauskommen. Falls überhaupt irgendwas rauskommt. Düdüm. Diddlidam. Toll. Was ist denn das? Nochmal. Ich habe vier rote. Düdüm, düdüm. Toll, es ist windstill. Toll. Aber. Oh, ja! ein Schuh. Okay. Ein sohlenloser Schuh. Toll. Kann man aber alles auch verkaufen. So, Leute, ich würde aber echt sagen, ich habe jetzt das Nötige, um die Quest zu beenden oder das Kapitel zu beenden. Würde aber eigentlich sehr gerne noch ein bisschen angeln gehen. So halt die 8 Fische, die er braucht. Warte mal, ich zeige ihm einfach mal die Fische ganz schnell. Guck mal, Leute, sag dazu. So, vielleicht muss ich auch den Aal ihm zeigen oder so. Wisst ihr, deswegen. So, erstmal reden. Danke, grüner Mann. Wie kann ich dir denn helfen? Stempelsammlung, oder wie meint das? Versuch mal, den Stempelkarte auszufüllen. Irgendwas Gutes wird dann passieren. Ja, wie zeige ich ihm denn jetzt den Fisch? Achso, du kannst mir dein Gefangenes bringen und es mir zeigen. Okay, gut. Dann, guck mal hier. Cool, wa? Ah, ein Scheizander. Cool. Das ist ja geil. Fnup. Jawoll. Abgestempelt. So, dann zeige ich ihm noch den Aal. Cool, ich behalte die anscheinend auch. Das ist sehr cool. Oh, ein Energieaal. Wow. Flup. Boah, ist sogar der letzte Fisch. Tada, die Stempel sehen alle gleich aus. Okay. Na gut, verkaufen. Hier mal nimm mal den Schuh. Eine Schuh. Was? Der Schuh zählt mit. Das ist ja geil. Das wusste ich gar nicht. Ein sohlenloser Schuh. Ey, das ist jetzt ein Trottel. Okay, gut, Leute. Ich bleib ein bisschen hier. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich fange noch ein bisschen Fische, okay? Ich stelle euch schon mal drauf ein. Und dabei werde ich auch nochmal rumrennen, ein bisschen Geld farmen und so. Weil das Kapitel ist an sich beendet. Wir müssen bloß den Energieaal noch abgeben. Leute, bis zum nächsten Part von Tinkles Balloon Trip of Love. Ciao.